Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Jack, bitte. Mhm. Alright then. Gut, dann gehen wir doch mal zu Alienas Haus. Komm, Jonathan. Erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Ui, schick, schick. Achso, das ist da vorne an der Mauer. Ich wollte schon sagen, seit wann gibt es so große Katzen? Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Hast du einen Besucher? Was denn? Bist du etwa eifersüchtig? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Was macht Jonathan da unten? Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Bastard. Oh nein. Also, das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Ach, der Kleine. Für sie hast du also Geld, Ellie. Du belauscht mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stefans Farben bemalen lassen. Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht.
aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Toll. Na gut. Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. Na super. Philipp? Ja? Aljena sagt, dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiring weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Noch nicht schon wieder. Wenn ich Tom jetzt anspreche, wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite. Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ich denke, ich bleibe noch etwas draußen und treffe Tom dann später. Ah, okay, wir haben doch schon alles Wenn erledigt. Wenn ich Tom jetzt anspreche, habe ich hier draußen... Ja, du bist fertig. Jack? Was? Wir müssen reden. Wegen den Racheakt, oder? Du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich hab dich gelassen. Stattdessen hast du dich schon wieder mit Alfred angelegt. Du machst dich vor anderen über ihn lustig, weil er nicht lesen kann. Du bewirfst ihn mit Ameisen. Du schlägst ihn. Und jetzt erzähl mir nicht schon wieder, dass er angefangen hat. Denn alle sagen, du hast den Streit vom Zaun gebrochen. Subprior Remigius hat mir gesagt, du hättest die Mönche im Skriptorium gestört. Philipp hat mir gesagt, ich soll lesen üben. Die Bibel solltest du lesen. Nicht das seltsame Buch, über das du dich erkundigt hast. Und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt. Und in der Küche. Und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Walkerinnen. Ich habe eine Salbe für sie gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Stattdessen hättest du arbeiten sollen. Weißt du nicht, dass wir kurz davor stehen, den ganzen Bau zu schließen? Wenn ich nicht vorgeplant hätte, dann wäre es schon vorbei. Aber wie soll ich vorausplanen, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, Jack? Was? Vorsicht! Wow. Wow. Alles in Ordnung? Ja. Hier oben! Kommt! Schnell! Das war Sabotage. Was ist passiert? Dein Sohn glaubt, ich hätte die Steine fallen lassen. Du hast sie raufgezogen, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Er war bestimmt wütend, weil er vielleicht keinen Lohn kriegt. Hör auf, Alfred! Was? Peter? Was war hier los? Ich bin mir nicht sicher, aber da war ein Mönch. Er trug eine schwarze Kutte. Und als er sah, dass ich ihn bemerkte, lief er weg. Vielleicht war er es. Eine schwarze Kutte? Willst du damit sagen, es war mein Fehler? Nein, nein. Ich kannte den Kerl nicht. Ich bin sicher, er war nicht von hier. Nein, Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben. Ich versichere euch, ein Mönch würde so etwas nie tun. Ich habe einen Mönch in Schwarz gesehen, auf dem Markt. Was du nicht sagst. Ich war auch dort, zur gleichen Zeit wie du. Erzähl, was hat er getan, als du ihn gesehen hast? Er hat einen großen Krug zerbrochen. Das war kein Mönch. Ich war da, Papa. Ach, Mist. Das ist nie passiert. Vielleicht ist meine Erinnerung falsch. Jack, nimm den Rest des Tages frei. Ich will nicht, dass ihr beide noch einen Streit anfangt. Was ist mit dem Mönch? Wir wissen nicht, ob da jemand war. Unfälle kommen vor. Wir werden alle Seile überprüfen, um sicherzugehen, dass es keine weiteren Unfälle gibt. Fuck. Aber wie hätte ich das jetzt wissen sollen? Das ist schon ein paar Wochen her, wo das passiert ist. Brief von Francis. Mein lieber Philipp, schon viel zu lange haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Viel kann ich nicht berichten, denn die Schreiber des Grafen Roberts sind der Geheimhaltung verpflichtet. Ich erinnere mich gut daran, wie wir einmal zu Neujahr über die Welt der Politik gesprochen hatten.
nachdem ein paar Jahre ins Land gegangen sind und der Konflikt zwischen Graf Robert und Stefan noch immer wütet. Kann ich nachvollziehen, wieso du das Leben als Prior vorziehst? Sich in Politik einzumischen hat immer mehr Leid als Freude verursacht. Ich werde Robert von Gloucester auf seiner Mission gegen Stefan durch England begleiten. Wo auch immer wir hingehen, hören wir von der wunderbaren Arbeit von Prior Philip von Kingsbridge. Denn St. Adolphus ist inzwischen sogar in Wales und Schottland wohl bekannt, dein Bruder Francis. Philip, entschuldigt die Störung. Philip? Bitte verzeiht. Ist alles in Ordnung? Ich dachte gerade an meinen Bruder. Was ist? Aliena ist bereit, mit euch nach Shiring zu reiten. Dann sollte ich sie nicht warten lassen. Ja, da habe ich mich jetzt nicht mit rumbekleckert. Als wir losritten, gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck, dass Percy Hemley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters. Ich hatte es Aliena noch nicht gestanden, dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab. Als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen, die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge, die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren, spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen. Rede mit den Bauern, reite weiter nach Shiring. Ach, wir reden mit den Bauern. Philip hielt an, um mit den Bauern zu reden, und ich ebenso. Natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen, die in Not waren. Nicht einmal, wenn er unterwegs war, um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hemleys zu retten. Zwei der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen. Philip war beschämt, als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten. Sie sagten, sie kämen aus Wigley. Sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Mahlen an den Grafen von Shiring entrichtet. Ich biss mir auf die Lippe, als sie den Titel nannten, der meinem Vater gehört hatte. Zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört. Philip schien sich unsicher zu sein, was er dazu sagen sollte. Ich war weniger zögerlich. Ich fragte sie, warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten. Die Bauern erzählten uns, dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei. Die Bauern schrien, der Graf habe auch ihre Felder verbrannt, ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen. Ein paar von ihnen seien getötet worden. Philip sagte ihnen, sie sollten nach Kingsbridge gehen. Wir ritten weiter und er schwieg. Vielleicht hatte er angefangen, die Hoffnung zu verlieren, seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen. Mal ehrlich, wie krank kann man sein? Also, die Bauern haben doch nichts anderes außer Vieh und ihr Land. Und denen das wegzunehmen, das kommt schon fast ein Todesurteil gleich. Ich hatte den Hemleys nie getraut. Und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden. Sie hatten getan, was sie König Stefan und mir versprochen hatten. Doch eigentlich hätte ich wissen sollen, dass sie am Ende ihr Wort brechen würden. Während ich diese finsteren Gedanken wälzte, kamen wir an einem Galgen vorbei, an dem zwei Männer baumelten. Eine alte Frau stand neben einem der Gehängten und knurrte uns wütend an. Oh Mann. Sprich ich mit der alten Frau, naja. Die alte Frau sah uns an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Philip wollte wissen, was geschehen sei. Sie lachte schrill und schüttelte den Kopf. Sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten. Sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden. Erst jetzt sah ich, dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte. Man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt. Oh nein. Haben Sie mit den armen Leuten etwa so eine Art Fuchsjagd gemacht? Ich fragte mit strenger Stimme, was mit den Männern geschehen sei. Die alte Frau lachte schrill und meinte, sie hätten mit Feuer gespielt. Als Philip sagte, sie solle bei Gott meine Frage beantworten, wurde sie ernst. Sie erklärte ihm, diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden. Philip ritt weiter, und als ich zu ihm aufschloss, konnte ich sehen, dass er jetzt entschlossener denn je war,
mit Percy Hemley zu reden. Aliena ritt an meiner Seite, ohne zu wissen, dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war. Seit ich damals den Fehler gemacht hatte, Walleran Bigot zu vertrauen. Ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Jede Bewegung, die ich machte, schien mich tiefer zu verstricken. Aber dann riss mich Alienas Ausruf, als sie an mir vorbeiprescht, aus meinen Gedanken. Shiring, rief sie. Du hast dich sehr bemüht, die Arbeit an einem Karkstein zu beenden. Mit Unterstützung von Ellen und Milius hast du den Valkyrinnen geholfen. Alfred mag dich, aber du hast dich dreimal in ihm gerecht. Alfred hatte gesagt, dein Vater sei ein Dieb und in Shiring gehängt worden. Richard versucht, die Grafschaft für sich und all jener zurückzugewinnen. Du hast Cadmats Grab besucht und Bruder Arnold versprochen, ihn zu begraben. Du hast alle drei Wespennester zerstört. Super. Also war es jetzt quasi egal, dass ich mich nicht richtig erinnern konnte, was dieser Mönch in Schwarz da gemacht hat? Und dann der neue Graf, ich ahne sehr Übles. Das ist er also? So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justice. Ich hoffe, Percy Hemley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Hemley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch. Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Na toll. Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hemleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Mann, Richard hat mich um Geld gebeten, aber wo ist er? Ah, wir haben immer noch den Dolch, na dann. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!